Erfolg, ja genau, ist ja das erste Mal, dass ich im Nether bin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht der Hase hier? Und ich denke, wir können hier schon mal so ein kleines bisschen planen, dass wir hier schon mal einen Durchgang haben. Das heißt, hier möchte ich ganz gerne Stufen haben. Hier möchte ich Stufen haben, genau. Und zwar Steinziegelstufen. Da haben wir 6 davon. Das ist sehr schön. Mehr brauchen wir auch nicht. Die kloppen wir jetzt hier oben rein. Und dann können wir hier schon mal den Raum fertig definieren. Das heißt, fertig abschließen. So. Der Erdblock kommt weg. Und ich sage jetzt einfach mal, dass ich hier viel zu viel gebaut habe, weil ich mich gerade dazu entschieden habe, den Raum doch nicht so tief zu machen. Da kann ich hier eigentlich, dann ist das nämlich auch alles schön symmetrisch. Fünf haben wir noch, da können wir hier das noch setzen, die anderen zwei hebe ich mir auf. Genau, dann können wir das so machen, dann haben wir hier sozusagen einen Gang in der Mitte und wir haben hier links und rechts Sachen, die an denen wir uns bedienen können, sprich Öfen oder dann später auch ein paar kleine Kisten. Der Mond ist trotzdem ganz schön eckig. Sechseckig. Ah ne, doch. Ne, Quatsch, fünfeckig sogar. Meine Güte. Nun gut. Hier sozusagen ein kleiner Durchgang. Da könnten wir eigentlich hier das gleich mal hier hinten noch andeuten, wo das dann zu Ende ist. Das wird dann hier sein. Wir haben ja eigentlich hier dann gleich noch Stein dabei. Den können wir gleich mal wieder umwandeln. Wo haben wir denn jetzt? Hier ist er. So, dann haben wir gleich wieder noch ein paar andere Steinziegel. Die können wir gleich weiterverwenden. Da kriegen wir, glaube ich, die Wand sogar voll. Dürfte das klappen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah, das reicht sogar. Meine Güte. Das habe ich doch von vornherein gewusst, dass das reicht. Habe ich hier eigentlich gefuscht? Nee, habe ich glaube ich nicht. Nee, ich habe dahinter auch Blöcke gesetzt. Ich gucke einfach mal nach. Nein, ich habe nicht gefuscht. Sehr gut. So, dann haben wir hier sozusagen unseren Durchgang nach hinten. Und haben dann hier sozusagen die Begrenzung. Das heißt, hier wird höchstwahrscheinlich dann ein kleiner Gang nach unten kommen. Beziehungsweise eine Art Turmabgang nach unten. Dass man dann von hier sozusagen runter gelangt an dieses, zu diesem unteren Burgteil, zu diesem kleinen Häuschen. Aber ich werde mir jetzt erstmal ein paar Brote in den Wanz tauen. Und dann werde ich mich mal um den Eingang kümmern. Das heißt, wir brauchen da Glas. Erstmal haben wir Glas dabei. Wir haben nur Glasscheiben dabei, 3 Stück. Die können wir aber auch schon mal gleich verbauen. Die hätte ich nämlich ganz gerne schon mal hier eingebaut. 1, 2. Und die dritte können wir auch schon mal reinbauen, so. So, und da brauchen wir auf jeden Fall noch Glas, denn ich möchte jetzt hier mal diesen Eingangsbereich ein bisschen verschönern. Beziehungsweise umändern. Und bin noch immer noch am überlegen, wie wir das dann gestalten mit dem Runtergehen. Oder ob wir hier sozusagen einfach eine Pfeilgrube machen mit Wasserschacht. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil nach unten kommt man mit den Dingern nicht. Das ist das Problem. Aber ich hätte ganz gerne einen schnellen Weg nach unten, genauso wie einen schnellen Weg nach oben. Das wollte ich nur mal sagen. Hat aber nichts damit zu tun, dass wir hier noch einen richtigen Aufgang machen. Oh, wer ist da unten denn mit Weihnachtsmannmütze? Dass wir hier noch einen richtigen Aufgang machen, der wird dann auf dieser Seite sein. Auf dieser Seite zum Berg hoch, dann kommt man erstmal ins Unterdorf sozusagen und kommt dann hier zur Burg nach oben. Das werden wir dann aber später machen. Ich brauche Glas und ich brauche Cleanstone. Der ist ja in Arbeit, beziehungsweise den können wir hier dann oben gleich nochmal auffüllen. Ich brauche eine Schaufel.
Und ich brauche irgendwas, was leuchtet. Fackeln oder so. Ich muss mal schauen, was wir da haben. Dazu gehe ich einfach mal runter. Unseren Anti-Fußknochenweg natürlich. Und dann bestatten wir diesem Herrn mal einen kleinen Besuch ab. Hallo, frohe Weihnachten. Beziehungsweise noch nicht frohe Weihnachten, aber ja, fast frohe Weihnachten. So, was lässt er denn fallen? Ich glaube, er hat irgendein verdorbenes Fleisch für uns fallen lassen, oder? Ja, verrottetes Fleisch, yay. So, was haben wir denn hier drin? Nichts, was wir nutzen können. Das ist schon mal sehr gut. Aber was ich mal mache... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da kommt er. Okay, den hauen wir mal noch kurz auf Kopf. Und dann legen wir uns mal schlafen. So, in der Hoffnung, dass jetzt kein Monster mehr in der Nähe ist. Oh, da war noch XP. Danke. Legen wir uns mal schlafen. Sehr gut. Hat geklappt. Schnarch. So, guten Morgen. Die Tür sieht grässlich aus. Übrigens, wollte ich nur mal so gesagt haben. So, dann müssen wir uns hier erstmal den Weg durchs Dickicht wieder schlagen. Ne, hier lang. So. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genug Netherarbeit geleistet haben, dass wir sozusagen Glowstone haben, mit dem wir uns da... Nein, haben wir nicht. Gut, hat sich erledigt. Wie machen wir das dann? Man könnte es natürlich auch mit Lava machen. Dass man Lava-Spots einbaut. Das wäre natürlich auch ganz cool. Dazu bräuchte man eigentlich 4 Eimer mit Lava. Ich überlege mal ganz kurz, ob ich nicht mal mir aus einem Eisenbarren. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch ein bisschen Eisenerz da. Das hauen wir gleich mal hier rein. Wo ist es? Da ist es. Ich hatte, glaube ich, auch noch Eimer. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Finden wir die? Was ist das denn? Zuckerrohr. Sieht aus wie ein Palästinensertuch. Meine Güte. Das sind Loren. Das ist auch nichts. Hier haben wir schon mal 3, aber da brauchen wir nur noch einen. Das ist doch praktisch. Da brauchen wir sozusagen auch nur noch 2 davon. Das ist sehr gut. Und dann machen wir uns aus diesen 3 Eimern, aus diesen 3 Eisen noch einen 4. Eimer. Laden mal so ein bisschen Zeug ab. Zum Beispiel das Eisenerz. Oder die Eisenachse, die wir gerade nicht brauchen. Den Bogen nehmen wir mit, vorsichtshalber. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Und das kommt hier nicht rein. Hier kommt einiges nicht rein. Ich muss mal wieder ordnen. Gut, okay. So, wir gehen ganz kurz mal in den Nether. Holen mal, habe ich 4 Slots frei? Habe ich, sehr gut. Holen mal ganz kurz ein bisschen Lava. Und werden uns dann wieder zurückbegeben und diese Spots da mal ein bisschen bauen. Beziehungsweise Erfolg. Ja, genau. Ist ja das erste Mal, dass ich im Nether bin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht der Hase hier? Was zum... Oh mein Gott, das war... Alter! Dieses Vieh, ey! Ja, komm mal her jetzt hier, wo bist denn du? Komm mal ran an der Bar. Ich weiß doch, dass du hier bist. Da bist du doch. Alter, wenn mir das Vieh das Netherportal ausschießt, dann, raste ich aus. Dezent. Komm her! Du bist tot. Nee, bist du nicht. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht mehr, nein! Hä? Wo zum Horst ist das Vieh? Ach, da hinten? Okay. Gefunden. Gut, okay. Weit genug weg. Ich finde es übrigens lustig, dass der Hase irgendwie hier ist. Und ich habe so eine Vermutung, wo der Hase ursprünglich herkommt.
Ich glaube nämlich, dass der Hase eigentlich der Hase war, der bei uns im Dings drin war. Und war das Portal schon immer hier? Oder habe ich das umgesetzt? Ich habe das, glaube ich, umgesetzt, ne? Okay, so, guten Tag, die Herrschaften. Ich hätte gerne mal Zugang zu Lava. Ach, hier habe ich mich schon mal runtergebracht. Das ist sehr gut. So, wo ist jetzt hier der Typ? Weit weg. So, dann machen wir nur ganz kurz. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Da gehen wir vorsichtshalber wieder auf die 1, denn den Typen traue ich immer nicht so ganz. Und dann geht's gleich mal wieder hoch. Was ist denn da oben eigentlich für ein Block? Das würde mich mal interessieren. Später mal. Entschuldigung, ich würde gerne mal durchgehen, danke. Und dann geht's auch schon gleich wieder zurück. Wir müssen hier unbedingt das Portalhäuschen mal ein bisschen einbauen, damit uns das hier nicht gleich weggesprengt wird, sobald wir hier den Nether betreten. Das ist ziemlich unpraktisch. So, genau. Wie schön in unserer alten Welt zu sein. Unser Feld ist auch wieder am Wachsen. Da hatte ich mir zwischenzeitlich mal ein bisschen Brote gemopst. Und dann hätte ich gesagt, holen wir uns noch ein bisschen Glas mit. Nehmen wir uns noch ein bisschen Glas mit, meine ich. Mit dem Sand, den wir nicht mehr haben. Da kann das eigentlich mal schnell mit rein. Was ist das? Ach, eine goldene Pferderüstung. Wie praktisch. Was ist das? Ach, das ist eine Hacke. So sehen also die Hacken aus. Was ist das? Das ist Erde. Wir haben also keinen Sand. Das ist die beste Voraussetzung, um Glas zu machen, auf jeden Fall. Ja, gut, wir haben keinen Sand. Das ist jetzt mal kurz mal blöd. Wir haben aber Schaufeln dabei. Und ich würde sagen, wir geben uns jetzt einfach mal auf die Suche nach Sand. Das heißt, nach ein bisschen mehr Sand. Ist jetzt hier schon wieder so viel mit die kommen, oder was? Ach, ich hasse die blöden Schweinemänner. So, schaffen wir den Sprung? So wie ich mich kenne, nicht. Ah, ups. Oh, wir haben ihn geschafft. Nice. Dann werden wir uns kurz mal Sand holen. Ich glaube, nämlich hinten ist schon wieder das nächste Wasser irgendwo. Wenn ich mich nicht täusche. Genau. Hier ist zwar Wasser, aber kein Sand. Scheiße. Na gut. Schweinemann bleibt leben. Sand, 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 Sand. Wir brauchen unbedingt mal irgendwie so eine kleine. Hier war, glaube ich, Sand. Irgendwo. Oder? Das ist hier jetzt. Oh, ein Enderman, ein Enderman, ein Enderman, ein Enderman, ein Enderman, ein Enderman. Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Wo bist du? Nein! Wo bist du? Komm! Ich möchte mit dir essen gehen. Enderman, wo bist du? Das Blöde ist, ich weiß nicht, wie der aussieht hier in dem Texture Pack. Wäre blöd, wenn er grün ist. Ja, gut. Ich muss mich da, glaube ich, kurz geschlagen geben. Will auch nicht, dass ich hier so ewig verbleibe. Da sieht es doch gut sandig aus. Da hinten. Da können wir uns mal ein bisschen was abknapsen. Ja, hier ist genug Sand. Hier ist genug Sand. Da können wir uns mal ein bisschen was mitnehmen. So. Das machen wir auch dezent. So, hier noch ein bisschen, dann können wir hier gleich ein bisschen nach unten gehen. Denn Glas ist doch etwas Existenzielles, wenn man irgendwelche Gebäude baut. Da braucht man schon mal öfter mal ein bisschen Glas und man mag es kaum glauben, wie viel Sand man da braucht. Also kommt man irgendwo wirklich an Schwierigkeiten. Wenn es langsam aber sicher darum geht, dass einem der Sand einfach ausgeht. Beziehungsweise die Orte, wo man Sand ohne weiteres abbauen kann.
Da ist es eigentlich immer ganz praktisch, irgendwie eine Wüste in der Nähe zu haben. Aber ich habe hier tatsächlich noch keine Wüste gefunden.